Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Folge 2 von diesem Projekt, von der Survivor-Serie, von diesem Modpack. In der letzten Folge haben wir ja schon die Grundsteine gelegt, haben ein bisschen Eisen bekommen, haben uns die Grundwerkzeuge gemacht und haben uns aufgemacht in die Mine, um die Mine ein bisschen zu erkunden. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal, was die Mine noch so zu bieten hat, weil wir waren ja noch nicht ganz fertig. Ah, hier habe ich gleich mal ein bisschen Eisen übersehen, das können wir gleich mal mitnehmen. So, ich würde gerne, falscher Knopf, Taste. Ich würde gerne mal mit den Grundlagen von so Technik-Mods, ich mal kurz schauen, ob es Jetpacks gibt. Nein. Gibt es nicht. Okay. Dann muss ich schauen, ob's. Dann muss ich mich schlau machen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, herumzufliegen. Wäre nämlich ganz cool. Angel Wings. Ja, Angel Wings gibt es sogar. Den könnten wir dann fliegen. Aber vielleicht gibt es ja davor noch eine Möglichkeit. Jedenfalls würde ich gerne mal mit Technik starten. Und was wir da hauptsächlich drauf haben, ich muss schauen, ob wir das überhaupt drauf haben. Haben wir Technik? Haben wir denn überhaupt für Mods drauf? Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Für irgendeinen gescheiten Technik-Mod, ansonsten muss ich noch drauf geben. Habe ich das vergessen? Ah, anscheinend habe ich das vergessen. Einen gescheiten Technik-Mod drauf zu geben. Na gut, dann muss ich mir das merken und bis zum nächsten Mal hinzufügen. So zum Beispiel Thermal Expansion oder so irgendwas hätte ich schon gerne drauf, weil sicher ganz witzig und auch ein bisschen Abwechslung so zu dem anderen Kram, was da gerade im Modpack drin ist. Hier haben wir direkt das nächste Fossil, da haben wir letztes Mal auch eins bekommen. Was wir daraus machen können, das weiß ich selbst noch nicht ganz genau, oder wie wir das zu einer Pflanze machen können. Das werden wir noch sehen. Aber jetzt farmen wir erstmal diese schöne Höhle frei. Denn wir brauchen noch die Grunderze, Eisen. Dann schauen wir, ob wir vielleicht noch ein paar Diamanten finden. Und so weiter und so fort. Damit wir so richtig schön loslegen können. Ich kann mich ja mal schlau machen. Also nicht schlau machen, aber wir können ja mal schauen, was wir für die Grundlagen für das Basic Craft-Zeug brauchen. Weil, heißt, schauen wir mal. Add Basic Craft. So. Was mache ich damit? Ah, dafür brauche ich also die Cleaning Station. Okay, also das erste, was wir brauchen, ist sicher die Cleaning Station. Ist das? Ja, das ist die Cleaning Station. Wir machen aus Eisen, Redstone, Glas und ganz viel Eisen. Okay, also wir brauchen ganz, ganz viel Eisen für den Anfang. Damit wir überhaupt mit dieser Mod loslegen können. Ja, ich gehe einfach mal tiefer. Erstmal, oh, was haben wir da? Ah. Hier ist ein Saurus. Weiß ich, ob man ihn so ausspricht. Jetzt mal Saurus. Schauen wir das Ganze aus. Nehmen wir das Salz einfach mal mit. Wer weiß, wofür wir das ganze Zeug noch brauchen. So, gehen wir jetzt links oder rechts? Ich nehme mal den linken Weg. Ich habe kein Holz mitgenommen, bin ich Idiot. Oh, ups. So, die Fackel. Wundert es, dass wir noch auf keine Mobs getroffen sind.
Weil eigentlich habe ich die Schwierigkeit auf normal. Ja, eigentlich. Keine Ahnung. Anscheinend. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ah, da haben wir einen Shortcut gefunden. Also eine Abkürzung. Kann durchaus dann später, wenn wir dann wieder. Gut. Wir sind gerade auf Höhe 22 und um auf Diamantenhöhe zu kommen, müssen wir auf Ebene 12. Wenn wir wirklich Strip Mining hast. Ja, Strip Mining. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich das gar nicht mehr weiß, wie das ganze Zeug heißt. Strip Mining, also sprich, seinen Gang graben und dann immer zur Seite weggraben und so mit nicht durch die Höhle zu gehen, sondern effizient nach Diamanten zu suchen. Ui. Da hinten haben wir Gold. Das ist gut. Jawohl, Gold haben wir da. Das ist natürlich sehr gut, weil ich weiß das aus früheren Survival-Welten, die ich selber einfach so gespielt habe, ohne aufzunehmen, dass Gold immer eine Mangelware war. Glaubt man gar nicht, aber Gold ist teilweise echt selten. Zumindest dachte ich immer, dass Diamanten das Seltenste wäre, aber mir hat es dann immer an Gold gefehlt, muss ich sagen. Falsche. Wir sind jetzt auf Diamantenhöhe, Höhe 12. Und ich würde sagen, wir beginnen. Seit meiner Ausdrucksweise. Ich muss mal schnell drauf, um mir das ganze Holz zu. Jetzt natürlich vergessen, Holz mitzunehmen für Fackeln. Ja. Aber nichts machen. Keine Ahnung, was es ist. Und nicht, aber. Aber dieses Herz brauche ich mir schon ab, weil schaut interessant aus. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Mit Dirt schnell wieder hochgebaut. Kein Problem. Und los. Wir müssen uns jetzt auch wieder um Essen kümmern. Essen ist auch so ein Zeug, was eigentlich nur irgendwie ein bisschen nervt. Schauen, wie wir uns effizient Essen beschaffen. Vielleicht legen wir uns bald mal ein Getreidefeld an oder irgend sowas, damit wir uns Brote craften können. Oder so. Ah, aber eins weiß ich, das oben ist nämlich Ender.io. Dann. Ender.io ist ein Technikmod, der uns ja sehr helfen wird. So, schauen wir mal. Ersten. Ender.io, genau. Heißen. Da. Alloy Smelter, genau, das war's. Alloy Smelter. Aha. Nee, eigentlich nicht die Dekoration haben, sondern wirklich ein Alloy Smelter. Painting. Ah, da haben wir es. Arzt Alloy Smelter. Da haben wir es. Und da brauchen wir eine Simple Alloy Smelter. Okay. Den werden wir uns demnächst mal machen. Erstmal ein bisschen Holz, lagern das Gold ein. Können das Eisen direkt mal einschmelzen. Dann schauen wir noch, was wir mit dem alles machen. Ja. Aha. So. Genau. Aha, und was können wir daraus? Daraus können wir. Aha, ein. Nicht. Okay, da können wir uns salzenes Fleisch machen. Wirklich das Fleisch wahrscheinlich länger haltbar ist. Spaß. Haltbarkeit gibt es ja bei der Minecraft nicht.
Leid. Auch. Auch dann. Haben wir auch ein paar Eier? Vielleicht kommen wir. Ach. Wir haben ja noch alles. Aber gleich mal essen. Klingt leider nicht allzu viel, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja. Ei bekommen. Keine Ahnung, ob es. Aber. Flamingos. Weil. Zumindest der Wal nicht. Es, das schaut ja aus, wenn. Ja, und drinnen. Gut versagt. Jump and Runs on top. Sagen auf jeden Fall. Wir müssen nochmal. Jawohl. Ah. Ist. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber anscheinend können wir dann solche Vögel. So, ich mache mir nochmal schnell einen neuen Ofen. Aber zwei Öfen. Cool. Dann bringen wir da ein bisschen Kohle rein und braten mal unser Essen. So viele Eier, ich weiß aber nicht, wofür ich die brauche. Wahrscheinlich dann Ausbrüten von den Vögeln, aber keine Ahnung. Ja, gut. In der Folge haben wir einiges geschafft. Wir haben ein bisschen Gold geholt, ein bisschen Eisen, bisschen Nahrung besorgt. Für den Anfang mal nicht schlecht. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst in den Kommentaren da, warum es euch nicht gefallen hat, was ich verbessern kann. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.